Hui, willkommen zurück in unserem wunderschönen Dörfchen. So. Und damit auch herzlich willkommen. YouTube, auch dort geht es weiter jetzt mit diesem Let's Play, mit diesem Live-Let's Play. Live auf Twitch für all diejenigen, die Bock haben, live dabei zu sein. Kommt einfach mal rüber auf twitch.tv/lexan. Und hier ist sie auch schon, meine Angebetete. Ich glaube, das war die doch, die ich heiraten will. Muss. So. Dann gucken wir doch mal, was wir hier so zu. Was sehe ich? Oh, was sehe ich denn? Okay, irgendwas ist hier gerade komisch. Und zwar fällt mir hier auf. Dass die Häuser zerstört werden. Okay. Das ist auf jeden Fall auch schon mal neu. Oder habe ich die noch nicht fertig gebaut? Wie sehen denn die anderen Häuser aus? Dann müssen wir jetzt mal schauen. Nö, sieht alles gut aus. Wahrscheinlich sind die nur noch nicht fertig gewesen. Es ist, wie gesagt, auch schon sehr lange her. Wir haben immer noch so ein Kackwetter. Hallo? Sind die alle am Arbeiten? Ah. Oh. Ich muss dringend was essen. Was haben wir denn Feines? Haben wir irgendwas? Wir haben gar nichts. So. Dann nehme ich mir mal eine Runde Fleisch mit Soße. Warte mal, wie ist denn die Haltbarkeit? Das ist alles noch gar nicht so. Dicke Suppe? 100%. Das hält noch ein bisschen länger. Dann nehme ich mal das hier. Nehmen wir uns mal drei mit rüber. So. Okay, und dann trinken. Gut. So, was haben wir denn? Wir sind im. Ist das Sommer? Wir sind im Sommer, ne? Und. Oder ist das Herbst? Das muss ich jetzt auch noch mal kurz recherchieren hier. Das kann ich gerade nicht mehr entziffern, aber gelb war doch irgendwie Sommer. Wie geht's denn meinen guten Einwohnern? Holzfäller, Sammler, Jäger. Okay, dann sind wir im Herbst. 13 von 16 Gebäuden. Sommer, wir haben Sommer. Okay. Ach so, deswegen habe ich die alle woanders hingeschickt, weil wir auf dem Feld sowieso nichts machen können. Alles klar. So, Ehefrau haben wir noch nicht. Das ist also die nächste Quest, die wir auf jeden Fall machen müssen. Wir brauchen dringend eine Ehefrau. So, und was ist jetzt hier mit dem Zeug? Das müssen wir noch fertig bauen, glaube ich. Das müssen wir noch fertig bauen. Dann werden wir uns jetzt noch mal ein paar Rundhölzer organisieren. Falls ich eine Axt haben sollte, irgendwo. Ja, sieht gut aus. Und zwar. Oh Gott, das ist wirklich alles defekt. Hier auch. Ach du meine Nase. Was ist denn da? Das ist ja furchtbar. Also, das hätten die jetzt meinetwegen noch nicht implementieren müssen, ne? Also, hier irgendwie, dass Sachen kaputt gehen. Warte mal, wir haben doch einen Holzfäller. Dann haben wir doch ganz bestimmt auch dort irgendwelche Ressourcen, ne? Oh, das ist auch neu. Das sieht auch schön aus. Nein, lass doch mal die Fackel jetzt aus. So, wir haben zwei Rundhölzer. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Da müssen wir hin. So, dann zeig doch mal. Lass doch mal diese verdammte Fackel aus. So. Ja, guck mal hier. Schön. Jetzt darfst du F drücken. Dann nehmen wir mal so 10
Zack. Ich kann mich nicht bewegen. Ist mir jetzt aber auch egal gerade. Wir nehmen den Hammer und machen die Dinge heile. So. Boah, das ist aber auch schon wieder teuer wie Sau. Boah, da kannst du das ja genauso teuer wie ein komplett neues Haus. Euer Ernst? Das Spiel ist ja so schon nicht ohne. Das Spiel ist wirklich so schon nicht ohne. Aber wenn du denn auch noch reparieren musst die ganze Zeit, weil die Jahreszeiten gehen ja viel zu schnell vorbei, wie ich finde. So. Oh Mann, oh Mann. Da muss der Holzfäller aber ein bisschen Gas geben hier. Wow. Dann haben wir jetzt wohl den Sommer damit zu tun erstmal. Das ist ja großartig. Wo kann ich jetzt eigentlich Taschen bauen? Fragezeichen. Wo kann ich jetzt Taschen bauen? Bestimmt in irgendeiner Werkbank. Warte mal, vielleicht hier. Ne, wo war das? Q. Crafting. Hier ist jetzt noch nichts. Weitere. Ah, guck mal hier. Beleuchtung. Das muss ich natürlich noch freischalten. Und hier haben wir richtige Laternen. Das gefällt mir mega gut. Okay, da brauchen wir auch Leder, Wollfaden, das... Oh, ah. Und wo kann ich Taschen bauen? Bestimmt in der Näherei. Das gilt es noch... Ach, hier sind noch ein paar Möbel. Hölzerne Bank, Holzschemel, Holztisch, noch ein Holzschemel. Palisaden brauchen wir auch irgendwie noch. Lattenzaun finde ich jetzt ein bisschen unspektakulär. Für ein Dorf ist es, glaube ich, nicht so praktisch. Für so ein Feld ist das kein Problem. Aber für ein Dorf wäre das schon besser mit Palisaden. So, dann gib mir mal das ganze andere Zeug. Ich will die Fackel nicht. Verdammt nochmal. So. F. 10 Stück bitte. Es wird dunkel. Das ist nicht gut. Noch zweimal schlafen und dann ist der Sommer auch schon wieder vorbei. Aber wie es scheint, wenn die ganzen Werkstätten defekt sind, stehen hier auch keine Werkbänke. Aber wie kann das sein? Ich bin der Meinung, wir haben das Ding gerade erst gebaut. Meine Herren. Ich sehe schon wieder nichts. Okay, wie sieht denn eigentlich meine Quest aus? Da müssen wir auch gleich nochmal gucken. Sprich mit Alwin. Hier, hä? Da fehlt irgendwas. Schmiede abgeschlossen. Okay, jetzt ist alles wieder hier. Aber schon komisch oder merkwürdig. Jetzt darfst du die Fackel anmachen. Kann ich denn hier... Hier kann ich nur die Werkzeuge machen. Wir müssten mal gucken, hier vorne. In diesem wunderschönen Nähladen. Ob wir da vielleicht Taschen bauen können. Also die Wohnhäuser sind Gott sei Dank nicht defekt. Nur die... Ja, was heißt nur?
schlimm genug, dass das hier alles defekt ist. So, lass mal gucken. Hier kann ich nur die Grundrohstoffe basteln und hier könnte ich jetzt... Ah, Rucksäcke und Taschen. Das ist richtig gut. So, ich habe noch nichts freigeschaltet, okay? Wo haben wir das denn? So, Häuser. Crafting wahrscheinlich. Näherei. Und da könnte ich mir dann höchstwahrscheinlich... Hier, kleine Tasche. Oder gleich ein einfacher kleiner Rucksack. Wie viel Kohle haben wir? Ich glaube, wir haben gar kein Geld. Haben wir Geld? Null? Was? Wie null? Mach keinen Mist. Ich habe doch bestimmt ganz viel Geld gebunkert irgendwo. Jawohl. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt so eine... Ich glaube, so ein Rucksack wäre schon nett. Für 400. Da müssen wir auf jeden Fall noch Geld organisieren. Dann müssen wir auf jeden Fall noch Geld organisieren. Ansonsten werden wir irgendwann die Steuer nicht bezahlen können. Nierei, ich möchte den kleinen Rucksack. Was kann der denn Besseres als das hier? Eine Tasche, die, wenn sie ausgestattet ist, die Kapazität erhöht. Sie kann in der Näherei gefertigt werden. Plus 3 Kilo. Naja, das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Hier Leder, einen Stock. Und der Rucksack kann plus 10 Kilo. 10 Leder und 5 Stock. Ja. Und, 6 Leinenfaden. Ach, Mist. Ja, ich kaufe mir jetzt erstmal die kleine Tasche. Weil solange ich keinen Leinenfaden basteln kann, ist das wahrscheinlich sowieso alles doof. So, ich hole mal noch ein paar Holzdinger. Oh, wir haben nur noch 20 Rundholz. Haben wir noch genug Brennholz? Ja. Da komme ich aber nicht weit mit. So. Angeblich ist die Schmiede fertig, aber die hat immer noch ein Loch. So, wo brauchen wir noch Holz? Hier war noch irgendwas. Oh, die haben jetzt Fackeln. Schön. Nabend. Na? Wohin des Weges? Bist du noch am Arbeiten? Willkommen hier. Bist ein Fleißiger, was? Sehr lobenswert. Okay, wir brauchen Stöcker. Stöcker haben wir, glaube ich. Haben wir, glaube ich, ganz gut. Müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir uns mal ein paar mit. So, 169. Na, das sieht doch gut aus. So, dann nehme ich mal 84 mit. Ich weiß nicht, ob das zu viel... Nö, geht. Das ist gut. So. Okay, dann machen wir erstmal hier den Hühnerstall, den wir eigentlich noch gar nicht brauchen, weil wir gar keine Hühner haben. Oh.
ist er aber schnell außer Atem. So, passt das jetzt? Ist jetzt hier alles? Nö, noch nicht. Stroh brauchen wir noch. Und hier... Da muss da auch noch... Oder ist das... Ach nee, das ist einfach eine Luke. Ah, wegen des Ofens hier. Alles klar. Das ist ja clever. Okay, dann holen wir gleich noch Stroh. Haben wir da noch was? Daneben ist ja auch noch kaputt. Och Gott. Alles kaputt. Ja, Himmel, Herrgott. Und wie lange hält das denn? Eine Saison? Also quasi 3 Stunden oder so? Nee, hier war... War das jetzt hier alles gut? Habe ich hier alles heil? Ja. Hier brauchen wir Stroh. Zack. Wow. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ja, da guck mir doch jetzt nicht bei der Arbeit zu. Mach doch einfach mal mit, Diggi. Was ist denn mit dir? Nimm dir ein paar Materialien und los geht's. Ich habe doch hier keine Zeit. Alter, dieses Personal heutzutage. Unfassbar. Jetzt ist mein verkackter Hammer auch noch kaputt. Na super. Na, was ein Zufall. Wir haben entsprechende Materialien. Super gut. Und er legt automatisch den Hammer in den Slot, wo er eben war. Das finde ich hervorragend. Das haben die auch angepasst. Sehr gut. Räumchen. So, was haben wir hier noch? Pam. War es das? Ich glaube, hier war noch ein bisschen Rundholz oder so, ne? Okay, dann machen wir erstmal Stroh. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Rundholz noch klarkommen. Sonst müssen wir halt selber noch ein paar Bäume fällen. So. Okay, gib mir mal Stroh. Ja, ich sehe schon. Haben wir nicht, oder? Haben wir hier auch nicht? Hm, Stroh. 17. Bis... Was habe ich denn gerade gemacht? Ich wollte doch nicht... Nein. Komm sofort wieder zurück. Nein. So. Steuerung habe ich komplett vergessen. Guten Abend, Hoppelle. Hallöchen. So, wir brauchen jetzt Stroh. Des Nachts. Bin ich eigentlich schmutzig? Nee, sieht alles gut aus. Und meine Fackel ist gleich kaputt. Voll gut. Ja, also so war der Plan natürlich nicht, dass wir hier nach gefühlten 12 Wochen wieder reingehen und erstmal alles reparieren müssen. Weil tatsächlich war ja alles heil, als wir gegangen sind beim letzten Mal. So, dann nehmen wir das hier mal alles weg. Ich gehe mit Absicht jetzt nicht schlafen, weil wir die Zeit jetzt benötigen, um das hier zu reparieren. Dann machen wir das jetzt diese Nacht fertig. Na. Das ist auch nicht einfach hier mit dir, du Spiel. Hier, einfache Fackel, okay. Okay, die muss ich jetzt rauflegen. Okay, das macht er nicht automatisch. So. Na komm schon. So. Aber ich finde es bis jetzt schon mal... Ich finde es trotzdem cool, ne? Also auch wenn ich jetzt hier die ganze Zeit am Rumschimpfen bin. Das ist einfach so. Ich finde es trotzdem cool, dass sie das eingebaut haben. Dass halt Sachen auch kaputt gehen. Und durch die Jahreszeiten der Witterung... Durch die Witterung Schaden nehmen, auch ganz klar. Ich finde es cool, dass wir jetzt Taschen bauen können. Und ich finde es richtig cool, dass wir auch Lampen bauen können. Das müssen wir erstmal gucken, was das so kostet. Achso, das kann ich ja so mal gucken, ne? Warte mal.
Wo waren das? Das war das hier? Ja. Können wir noch gar nicht sehen. Doch, können wir sehen. Okay. Buntholz, Leder, Stock und Wollfaden. Das mit dem Wollfaden ist ein Problem, ne? Da brauchen wir doch Schafe. So, ich nehme jetzt mal das Stroh mit und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. Dass wir hier mal fertig werden. So, komm. So, der war durch. Hier noch ein bisschen am hallo? Am Dach ein bisschen rummachen. 62%. Ich hoffe, wir kommen da ran. Kommen wir da ran? Ah, hier ist auch noch ein Rundholz übrig. Okay. Okay, da müssen wir dann noch mal gucken. Halt. Ja. So, jetzt gehen wir noch mal da zu dem anderen Gebäude. Oh, ich bin froh, dass die Wohnhäuser nicht auch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Du bist heil. So, hier noch mal. Ja, ist ja gut. Solange er hier nicht umfällt, so wie bei Heat, und ich hier, weiß ich, wie viel Gold bezahlen muss für eine ärztliche Versorgung, ist ja alles gut. Na, hier noch? Ich weiß, du bist müde, aber wir müssen das jetzt machen. Gut. Rundholz, ne? Rundholz. Das Essen wäre auch gleich noch ganz nett. So, ich packe dann mal das Stroh wieder hier rein. Bevor ich gleich überlastet bin. Kann das sein, dass ich noch... Wo habe ich denn das Feldzeug? Nee, das Feldzeug habe ich, glaube ich, in meiner Kiste. Alles gut. So. Das packen wir rüber. Und das, wir haben nur noch 10 Holz. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Ach nee, hier war nix. Wo war denn das? Hier? Ja. Guten Abend, Skyjack. So, jetzt frage ich natürlich direkt nach. Wer ist denn der Skyjack, der mich mit meinem Vornamen anspricht? Da bin ich ja immer neugierig. So, warte mal, warte mal, warte mal. Zack. Zack. Das muss jetzt reichen. Ich habe jetzt keinen Bock, noch einen Baum zu fällen. So, und einer noch. Komm. Nee, Taverne. Da. Haben wir's? Jawohl. Ach, guck mal, wie schön. Ach, wegen meines Impressums. Alles klar. Hätte ja sein können, dass wir uns irgendwie... aus der realen Welt kennen. Das kommt ja auch ab und zu vor. Ja, cool. Guck mal hier. Können wir denn hier tatsächlich auch jemanden hinpacken, glaube ich, und hier einstellen, der für uns was zu essen macht, wa? Das wäre ja auch mal eine nice Geschichte. So. Okay, dann haben wir das jetzt repariert. Was müssen wir jetzt tun? Ich gehe mal kurz in den Questlauf rein, weil ich weiß nicht, ob hier... Vielleicht ist ja irgendwas Neues dazu gekommen. Müssen wir irgendwas Neues beachten? Wir müssen noch ein bisschen Reputation
sammeln für die nächste Etappe. Das heißt, da müssen wir sowieso Quests machen. Und bei Elvin, wo war der eigentlich nochmal? Den haben wir ja jetzt markiert, ne? Eher wohl, okay. Der ist 335 Meter in die Richtung, also in unserem Nachbardorf. Okay, da gehen wir hin, wenn es Tag ist, zu Elvin. So. Okay. Wir müssen Geld sammeln. Wir müssen, wenn wir geschlafen haben, was ich jetzt eben tun werde, müssen wir mit unserer Angebeteten nochmal sprechen, damit wir endlich vielleicht... Vielleicht dürfen wir sie ja bald heiraten. So. Guck mal, die sind schon am Start, ne? Ich speichere mal kurz. Und jetzt können wir auch direkt mit Autosave machen. Mit Quicksave meine ich. Und dann gehe ich mal zu ihr. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hallöchen. Du, Ludomira. Wir haben 44% Zuneigung. Und ich bin der Meinung, wir waren schon viel weiter. Aber es mag auch sein, dass ich mich täusche. Na, mal gucken. So, ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Das dürfen wir noch nicht. Weißt du, auf meinem Weg hierher sah ich ein Beet mit wunderschönen Blumen und ich dachte sofort an dich. Was ist hier? Was soll das? Ich versuche mal das mit dem Beet. Kann aber sein, dass das komplett nach hinten losgeht und dann müssen wir nochmal neu laden. Nein, war gut. Sehr gut. Also 49%. Okay, das behalten wir schon mal. Quick Save. Ach nee, komm, wir machen es einfach nochmal. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Ich bewundere deine Hingabe an deine Arbeit. Ob das jetzt nach hinten losgeht? Ich weiß es nicht. Ach, Gott sei Dank. Okay, 54%. Wir hören jetzt erstmal auf. So, dann walte deines Amtes, Ludomira. Arbeite schön, wir müssen viel tun. Ne, du weißt und so. Okay, gut, dann gehe ich jetzt mal darüber Richtung, na, sag schnell, zu den Feldern. Da müssen wir noch mal luschern, was da los ist. Denn ich weiß es nicht. Im Sommer wächst ja da nichts, ne? So scheint es mir. Das heißt, wir müssen nochmal eben gucken. Management. Management, die Felder. Das wird im Herbst angebaut. Das hier ist Frühlingszeug. Das auch. Mal Roggen. Ja, okay. Und das andere liegt dann erstmal brach. Das heißt, im Herbst muss noch mal wieder jemand aufs Feld. Mal gucken. So, was können wir denn jetzt hier noch verkaufen? Stöcker, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal rüber zu Elvin. Wir müssen die Quest einmal abschließen und Reputation verdienen. Auf dem Weg dorthin können wir noch mal ein bisschen was sammeln. Und ich müsste noch mal gucken, wie wir das mit dem Leinen machen. Aber ich glaube, Leinen bauen wir ja auch noch an. Ich kann auch breitwegerig verkaufen. Ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir kriegen hier mal ein bisschen Kohle ran. Mehr aus auch Steine. So.
Aber es ist echt so, ne? Wenn du es eine Weile nicht gezockt hast, Steuerung ist sehr schwierig wieder plötzlich. So. Dann verkaufen wir halt Zweige.